Fernweh mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Verse aus 1. Thessalonicher, die wir jetzt gleich bedenken wollen, geben diesem Tagesmotto, was wir heute haben, eine kräftige biblische Motivation. Es heißt hier, den Heiligen Geist dämpft nicht oder besser gesagt löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Diese kurze Ermahnung von Paulus am Ende des 1. Thessalonicher Briefes steht, da erzählt der Paulus, wie sehr er die Gemeinde liebt, wie er sehr mit der Gemeinde verbunden ist. Er erklärt ein paar Gemeindeaufbauprinzipien und dann fasst er das Ganze nochmal zusammen an 11 Ermahnungen. Und eine von diesen 11 Ermahnungen bedeutet, heißt, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Wir erinnern uns, Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die er auf der zweiten Missionsreise gegründet hat. Diese Missionsreise damals nach Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki, dass Paulus da einmal hinkommen würde, hätte er gar nicht gedacht. Paulus hatte nämlich ganz andere Gedanken. Paulus zunächst wollte auf der zweiten Missionsreise die erste ein wenig ausdehnen. Er wollte nämlich in die Provinz Bithynien und Asien. Und Paulus ist ja ein großer Missionsstratege. Der hat sich das genau überlegt. Er wusste, wenn ich jetzt in dieses Gebiet vorstoße, da kann ich eine neue Provinz für Christus erschließen. Und nicht nur das, es war auch strategisch klug, weil da nämlich große Städte waren. Er wollte in die großen Städte und dort sitzen die Multiplikatoren. Dort wollte er Menschen erreichen, viele auf einmal. Und dann spricht der Heilige Geist und sagt nein. Wir wissen nicht, was der Heilige Geist gesagt hat. Wie? Wir lesen nur, Paulus war gehorsam und ging nicht dorthin. Der große Missionsstratege ging nicht dorthin, wo die Stimme Gottes gesagt hat, nein. Stattdessen bog er ab, nahm eine neue Richtung und dann kam er irgendwann nach Troas, wo er die Vision bekam und dann nach Europa übersetzte. Und dann kam er nach Thessaloniki. Mit anderen Worten, Paulus dachte groß, aber der Heilige Geist dachte noch größer. Bei Paulus schon fast gar nicht vorstellbar. Und so konnte er die Gemeinde in Thessaloniki gründen. Und wir wären in Europa viel später erst mit dem Evangelium bekannt geworden. Hätte Paulus gesagt, nee, ich habe eine gute strategische Idee, aber die hat Vorrang. Nein, er hörte und er gehorchte dem Heiligen Geist. Gut, dass Paulus ansprechbar war auf den Heiligen Geist. Gut, dass Paulus offen war für das Reden des Heiligen Geistes. Paulus weiß also, worüber er redet, wenn er sagt, den Geist löscht nicht aus. Diesen Bibelvers kannten meine Frau und ich auch, als wir 7 Jahre als Missionare in Indonesien gelebt haben. Wir hatten eine Studentengruppe und diese Studentengruppe machte jährlich einen Missionseinsatz, evangelistischen Einsatz. Und das mit den Verkehrsmitteln dort ist relativ schwierig. Sie waren bis dahin nur in der Umgebung der Stadt gewesen. Und dann kamen sie auf die Idee und sagten, oh nee, wir wollen mal weiter weg, da und dahin. Und das war mit einer Seereise verbunden.
Naja, und für Studenten, die manchmal einen Tag hungern, nicht weil sie satt sind, sondern weil sie kein Geld haben, war das schon eine Herausforderung. Und meine Frau und ich, wir hätten das Ganze dann finanzieren sollen vom Geld der Mission. Wir dachten, das ist doch mehr eine Vergnügungsreise. Die wollen auch mal ein bisschen was von der Welt sehen. Glücklicherweise haben wir dann noch gebetet. Wir sagen ja oft so, naja, noch mal schnell mal beten. Ja? Wir haben gebetet und meine Frau bekam da 5 Bilder. Und in diesen Bildern wurde deutlich, dass wir sie unterstützen sollen und wie wir sie unterstützen sollen. Die Schwerpunkte des Trainings. Gut, dass wir gebetet haben, aber wir haben auch gelernt als Missionare, ja, ich habe Agrarökonomie studiert, ja, der Ökonom denkt immer an Effizienz, schnell, praktisch, durchführbar. Gottes Geist interessierte das nicht. Wir waren sehr beschämt und ich erinnere mich noch, wie unsere Studenten dann zurückkamen von diesem evangelistischen Einsatz und erzählt haben, wie Gott durch sie gewirkt hat an anderen Menschen. Eine Stunde lang haben sie erzählt, total erfüllt. Und hätten wir nicht gebetet, wir hätten den Segen der Studenten nicht erlebt. Gottes Wege sind manchmal anders, größer, als es wir uns vorstellen können mit unseren menschlichen Vorstellungen. Diese Anweisung von Paulus, den Geist nicht zu löschen, auszulöschen, den Geist nicht zu dämpfen, der führt natürlich auch zu Bedenken. Wir haben immer Bedenkenträger unter uns. Warum? Ganz einfach. Die Impulse des Heiligen Geistes sind nicht immer identisch mit dem, was wir denken, meinen, was gut sei, hilfreich sei. Und es widerspricht manchmal auch unserem logischen Denken. Auf den Heiligen Geist hören heißt auch, dass wir Kontrolle aufgeben. Und Kontrollverlust ist sicherlich das, was wir intuitiv am meisten als Menschen hassen. Wir haben doch auch von klein auf gelernt, alles unter Kontrolle zu haben. Das ist ja unsere Kultur, dass ich lerne, was gut für mich ist, dafür einzustehen. Die ganzen Selbstkonzepte, die wir heutzutage kennen, wie Selbstfindung, Selbstverwirklichung, Selbstwerdung, Selbststeuerung, die ziehen genau darauf hin ab, dass wir wissen, was gut für uns ist. Und nun erwartet Paulus, dass wir genau diese Kontrolle, die wir kulturell ja so mühsam erlernt haben, dass wir die aufgeben sollen. Das ist gar nicht so einfach. Das können wir auch nur, wenn wir den Willen Gottes, des Vaters im Himmel, nicht als einen fremden Willen sehen, als eine zusätzliche Last, die mein Leben noch schwerer macht. Jesus sagt ja selbst, sein Joch ist leicht. Das heißt, die anderen Joche sind noch viel, viel schwerer. Und durch den Heiligen Geist, der in unsere Herzen gekommen ist, ist Gott mir viel näher, als ich es mir selbst sein kann. Ich mit meinen guten Gedanken, der Selbststeuerung, der Selbstfindung. Gott ist in mir. Nicht ich bin Gott, aber Gottes Geist ist ganz tief in mir. Und dann gibt es eine Gemeinschaft des Fühlens, des Denkens, des Wollens, der Empfindungen.
Und aus wenn wir diese innere, tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist suchen und erleben, dann können wir auch die Kontrolle aufgeben. Ganz einfach. Wenn ich dann diese Kontrolle abgebe und ich erlebe mit dem Heiligen Geist etwas, dann weiß ich, das ist gut für mich, das ist gut für mein Leben. Wir haben ja genau die andere Erfahrung gemacht. Wenn wir uns nicht kontrollieren, dann gehen wir auf glitschiges Parkett. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist eine Gemeinschaft des Wollens und des Empfindens und des Denkens eingehen, dann ist er uns so nahe, dass ich die Kontrolle aufgeben kann. Und Paulus ist es ganz wichtig, dass wir auf das Reden des Heiligen Geistes achten. Denn wenn nicht, dann drohen zwei Gefahren. Persönlich, aber auch als CVJM-Gruppen. Die erste Gefahr ist die Traditionsverhaftung. Wir schreiben das fort, was früher einmal richtig und gut war. Ja, wir haben vielleicht vor 10 Jahren im Glauben begonnen, eine bestimmte Arbeit zu machen, ein Projekt gestartet oder vor 20. Aber das heißt noch längst nicht, dass es heute auch so ist, sein muss. Das Reden des Heiligen Geistes ist immer ein aktuelles. Das Reden des Heiligen Geistes ist nicht, dass ich sage, ja, damals vor 20 Jahren. Er ist heute erfahrbar. Heute treffen wir Gott, wenn er redet. Nicht in der Vergangenheit. Heute müssen wir ihn fragen und mit ihm reden. Der Heilige Geist kennt viel mehr die Herausforderungen, von denen wir persönlich stehen, aber auch als C5-Ortsgruppen. Ihm können wir das zutrauen, dass er uns Weisung gibt, so wie damals dem Paulus. Warum nicht? Die zweite Gefahr ist der Hyperaktivismus. Wir erkennen, dass wir neue Wege brauchen. Aber auf uns selbst gestellt, probieren wir alles Mögliche aus. Diese Aktion, jenen Event. Und wir probieren alles aus und wundern uns dann irgendwann, dass wir müde, erschöpft werden, mutlos werden. Und bei diesem Hyperaktivismus ist es so, wie als wenn wir eine Nadel im Heuhaufen suchen. Ja? Wir beginnen 1000 Sachen in der Hoffnung, dass irgendetwas dann irgendwann mal in die richtige Richtung geht. Und dann sind wir erschöpft, müde und frustriert. Doch der Heilige Geist ist der Ratgeber. Er möchte uns helfen, dass wir ein gesundes Gleichgewicht bekommen. Eben Einsatz für Jesus, volle Begeisterung, Hingabe, Leidenschaft. Ja, manchmal auch Müdigkeit, weil wir uns verausgabt haben, aber dann auch Erholung, Kraft schöpfen, neue Freude bekommen. Und dieses Gleichgewicht will der Heilige Geist schenken. Und wenn wir einfach immer ausgebrannt sind, ist das sicherlich ein Zeichen, dass wir einfach mal fragen müssen und dürfen, Heiliger Geist, wo kannst du mir helfen? Führe du mich. Führe du mich. Gottes Geist will dazu verhelfen, dass wir jenseits von Traditionalismus auf der einen und Hyperaktivismus unseren Weg gehen und persönlich, aber auch als CVJM-Ortsgruppen den Leib Christi bauen, das Reich Gottes bauen. Schauen wir nicht auf die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Schauen wir auf die Zusage vom Heiligen Geist und vom Paulus. Den Heiligen Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und das gilt heute für uns genauso. Thank you.
Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Es war eine typische Situation. Auf einem Spaziergang wollte ich mal wieder die Gelegenheit benutzen und meinem Gott erzählen, wie es mir so geht. Ich fing so ungefähr an: Herr, du siehst ja all die Probleme, die ich habe. Schön, dass ich jetzt mal Zeit habe, dir das alles zu erzählen. So diesem Gebet lag die Logik zugrunde: Ich muss Gott alles erklären, und weil er das vielleicht noch nicht ganz, die Bedeutung meiner Probleme nicht so erkannt hat.
Und dann merkte ich, wie in diesen Schwall von dem, was meine Probleme sind, wie ich so, was ich zu denken habe, eine leise Stimme hineinkam: Jetzt hörst du mir zu. Wenn wir über Beten und Hören jetzt hier gemeinsam nachdenken, soll es genau darum gehen. Gebet ist Reden zu Gott und Hören, was er zu sagen hat. Gebet ist immer beides, Reden und Hören. Gott spricht und wir hören. Der Mensch redet und Gott hört. Gebet ist immer beides. Und dieses Beten, dieses hörende Beten ist eingebunden in eine innere Dynamik. Wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn Gott redet, dann kann der Mensch gehorchen. Und das setzt eine innere Dynamik frei, aus diesem Hören heraus Gott gehorchen. Wenn der Heilige Geist uns das sagt, dann wissen wir auch, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und das brauchen wir in dieser Zeit, wo so eine große Orientierungslosigkeit ist. Wir wissen als Einzelne gar nicht, wie sollen wir uns richtig verhalten. Als CVJM-Gruppen wissen wir gar nicht, was sollen wir jetzt, wie sollen wir das Evangelium weitergeben. Da brauchen wir ein Horchen, ein Hören, ein Gehorchen und Nachfolgen. Und dann wird die Welt erkennen, wer wir sind. Ich kann nun an dieser Stelle schon den Einwand hören, ich höre Gott nie oder Jesus spricht nicht zu mir. Ja, es kann geschehen, dass Gott mal über Jahre, ein, zwei oder drei, nicht redet, nicht spricht. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass er im Rahmen eines geistlichen, normalen Lebens, so möchte ich es einmal sagen, zu einem jeden von uns spricht. Er redet. Er will ja die Kommunikation mit seinen Kindern. Mit Reden meine ich jetzt hier nicht eine laute, akustische Stimme. Und ich weiß, oh, das kommt vom Himmel, das ist Gott. Ich schaute mal aus meinem Büro heraus und sah da einen mit Kaminholz beladenen Wagen. Es nieselte leicht und sah den Himmel und da dachte ich, oh, das gibt eine Menge Regen noch. Und da dachte ich so ein bisschen weiter vor mich hin, schön wäre es, wenn die Person, wenn der jetzt eine Plane hätte, denn wenn er die Plane nicht hat, oi, dann kann er sein Kaminholz die nächsten 5 Monate vergessen. Dann ist er mit Trocknen beschäftigt. Und ich merke, wie so mein Nachdenken auf einmal eine göttliche Dimension bekommt, so in die Richtung weitergeht, denn bring ihm doch die Plane. Ja, manchmal setzt Gott ganz bei unseren natürlichen Gedanken ein und gibt ihnen dann so einen göttlichen Dreh, möchte ich es mal sagen, eine göttliche Spitze. Wir wissen, aha, das ist der Heilige Geist, der führt es weiter. Oder auch, dass er manchmal einen neuen Gedanken hineingibt. Wenn wir still sind, es zulassen, auf einmal wächst da keimhaft was Neues, wir geben dem Raum und dann merken wir, das ist unser Gott, durch den Heiligen Geist spricht er. Und mir geht es um diese leise Stimme. Natürlich in der Apostelgeschichte, wenn wir lesen, ich bin davon fest überzeugt, Zeichen und Wunder, dass es die gibt. Es gibt Bilder, Visionen, die gibt es auch noch heute. Es sei denn, wir sagen Apostelgeschichte, ein altes Buch, ein Märchenbuch, heute nicht mehr relevant. Aber mir geht es darum, um diese leise innere Stimme, weil das das Häufigste ist, wie der Heilige Geist zu uns redet.
Diese leise, sanfte Stimme kann jeder hören. Dazu muss man nicht besonders empathisch, sensibel oder empfindsam sein. Einzig die Sehnsucht ist wichtig. Und wenn du die Sehnsucht nicht hast, dann sehne dich nach der Sehnsucht. Ja? Noch nicht mal die Sehnsucht brauchen wir. Ja, so wie der Samuel von Herzen betet, Herr, höre, Herr, rede, dein Knecht hört. Von ganzem Herzen kommt das. Samuel musste das ja auch lernen, ganz mühsam. Warum können wir aber Gottes Stimme hören, lernen? Der Grund liegt in einer Zusage, die Christus gegeben hat. Das liegt nicht daran, dass wir so gut sind oder weil wir so gute CVJM-Mitarbeiter sind, sondern allein in der Zusage Christi. Jesus sagt im Gleichnis vom guten Hirten, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören. Sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also die Schafe hören die Stimme und die kennen die Stimme. Und Jesus macht da ganz deutlich, wir können als Christen, wenn wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen, werden wir diese Stimme hören. Das ist eine feste Zusage, die gilt einem jeden hier von uns im Raum. Es gibt da keine Ausnahme. Wenn wir Gott hören wollen, dann ist es zunächst einmal wichtig, psychische Phänomene vom Heiligen Geist, wie der Heilige Geist redet, zu unterscheiden. Wir machen da mal so ein Experiment. Ich bitte euch mal, jetzt kurz die Augen zu schließen. Augen zu, gut. Jetzt stellt sich jeder einmal seine Bibel vor. Größe, Form, Schrift, Gebrauchsspuren. Hat es geklappt bei euch? Habt ihr da so ein Bild bekommen? Ja. Keiner käme jetzt auf die Idee zu sagen, ey, das ist vom Heiligen Geist. Ihr habt natürlich aus dem eurem Speicher, inneren Speicher abgerufen eure Bibel, die ihr zigmal schon gesehen habt und habt aus diesem Erinnerungsvermögen das aktiviert. Eure Psyche hat das vollbracht, dass ihr aus diesem Unterbewussten das ins Bewusstsein hervorbringt und direkt visuell vor euch sehen könnt. Das ist nicht Reden vom Heiligen Geist. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Angenommen, wir hätten jetzt hier eine Gebetszeit und wir würden vor den Herrn kommen und sagen, Herr, wir wollen jetzt einfach vor dir sein und wir erbitten einen Bibelvers für unseren rechten Nachbarn. Wir erbitten einen Bibelvers, weil wir hoffen oder weil wir glauben, dass du ihm eine Stärkung dadurch sein möchtest in seinem Alltag. Was ist da anders? Ist das auch so eine Imagination? Oh ja, jetzt kram ich mal so im Unterbewussten hoch und da kommt was Unterbewusstes und das gebe ich ihm mit? Nein. Wenn wir vor unseren lebendigen Gott treten, mit ihm sprechen, mit ihm reden, ihn bitten, dass er etwas sagt, dann können wir gewiss sein, dass was dann in dieser heiligen Zeit vor Gott kommt, auch ein göttlicher Impuls ist. Gott redet ja gerne, er möchte mit dir reden. Und dann kannst du das annehmen als ein Geschenk des Redens Gottes. Es gibt hier den Heilig-Geist-Effekt. Der ist nicht mit der Psyche
in psychischen Fähigkeiten verrechenbar. Das ist was anderes. Der Heilige Geist fängt dann an, in deinem Inneren zu wirken, einen Bibelvers zu schenken. Oder vielleicht auch nicht. Ja, der Heilige Geist muss ja nicht reden. Aber du kannst davon ausgehen, dass es Gottes Reden ist. Aber es ist ein Wagnis, sich darauf einzulassen. Ohne dieses Wagnis, dass du sagst, okay, ich glaube, das war das Wort vom Herrn, was meinem Nachbarn jetzt das Leben gibt. Ohne dieses Wagnis wird es dir schwer werden, Gott zu hören. Es ist immer und bleibt immer ein Glaubenswagnis, Gottes leise Stimme zu hören. Immer bis zum Lebensende. Es gibt da nie einen Punkt, wo ich sage, oh, ich bin mir sicher, das ist der Heilige Geist, super. Es ist immer ein Wagnis, auf das können wir uns einlassen oder auch nicht. Und das Gute ist, wenn wir uns nicht darauf einlassen, der Herr ist treu und er geht weiter mit uns. Aber es ist und bleibt immer ein Wagnis. Vertraue ich Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist mit mir redet? Und auch hier wieder ein Bibelvers. Jesus sagt in Johannes ganz deutlich, es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn Jesus nicht weggeht, dann kommt der Heilige Geist nicht. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn, den Heiligen Geist, euch senden. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit lenken. In alle Wahrheit. Jesus spricht hier nicht so im Konjunktiv. Eventuell, wenn du gut bist, wenn du dich anstrengst. Nein, es ist eine feste Zusage. Und mir ist deswegen der Bibelvers so wichtig, damit wir wirklich diesen Bibelvers im wahrsten Sinne des Wortes ergreifen können und sagen können, ja, Gottes Wort stimmt, diese Zusage stimmt, die gilt mir. Und das, so wie die Jünger damals Jesus hörten, so dürfen und können wir lernen, Gottes innere Stimme immer tiefer und immer besser zu verstehen. Wir wollen jetzt mal praktisch werden. Wenn wir beim Beten und Bibellesen so in einer hörenden Haltung sind, dann kann es hilfreich sein, oder beten wollen, kann es hilfreich sein, dass wir zunächst einmal innerlich ruhiger werden. Wenn wir so auf Tempo 200, 250 leben und dann auf einmal uns hinsetzen und sagen, ich möchte den Herrn hören, da kann es manchmal schwierig werden oder bestimmt schwierig werden. Und manch einem kann es dazu helfen, einfach ein Gebet zu sprechen, was nicht nur gesprochen wird, sondern auch mit dem Körper ausgedrückt wird. Ein Körpergebet. Wenn wir so mit Leib, Seele und Geist beten, das hilft, dass wir dann in die Gegenwart Gottes kommen. Ich werde dieses Gebet kurz zunächst einmal erklären. Und ja, dann werden wir später dann das Gebet zusammen beten. Aber zunächst einmal mache ich es vor. Komm, Heiliger Geist, ich strecke da meine Arme aus, ziehe sie nach oben, erfrische mich wie der Tau am Morgen. Die Arme gehen so langsam vom Kopf, den Augen herunter. Erfrische mich. Wir brauchen Erfrischung des Heiligen Geistes. Wir brauchen Gottes Erfrischung. Öffne mich. Wir sind viel verkrampft oft. Und da hilft nur, dass der Geist Gottes uns öffnet, uns weit macht. Öffne mich. Und nach der Öffnung, erfülle mich. Wir brauchen tiefe Erfüllung durch Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Erfülle mich. Und dabei legen wir die Hände auf das Herz als Zeichen, dass wir erfüllt werden sollen.
forme mich, ja, wie so ein Backstein oder ein Lehmziegel geformt wird, forme mich. Und dann geht's hinaus in die Welt, sende mich. Und wie schon viele vor mir gesagt haben, ja, das geht nicht, dass ich bei der Erfüllung stehen bleibe und den Heiligen Geist genieße und sage, wunderbar. Ja, das ist schön, aber das Ziel ist die Sendung. Ja, Herr Jesus, du hast das Gebet gehört von jedem Einzelnen. Wir beten, dass das Wirklichkeit wird bei jedem Einzelnen von uns. Amen. Ja, ihr dürft wieder Platz nehmen. Versucht es einfach mal mindestens einen Monat ausprobieren oder vielleicht sogar zwei und das dann zu variieren, auch in der Geschwindigkeit, wie es euch passt. Manch einer merkt auf einmal, wenn er so die Hand auf das Herz legt bei Erfülle mich, ja, da möchte er eben 2, 3 oder 4 oder 5 Minuten dabei stehen bleiben. Auch das ist möglich, ja? Jeder in seiner Geschwindigkeit. Und man darf nicht zu früh aufgeben. Wir sprachen darüber, dass der Geist, dass jeder Christ Gott hören kann, dass uns auch Jesus zugesagt hat, dass wir seinen Geist bekommen und seine Stimme hören können. Wir sind ihm so unendlich wichtig, weil er ein unendlich liebender Gott ist. Und deswegen redet er auch. Liebende kommunizieren, Liebende reden miteinander. Gott sagt ja, ich, der Herr, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir diese leidenschaftliche Liebe, diese leidenschaftlich ungeteilte Liebe. Das ist eine Beziehung der Liebe und da reden wir miteinander. Kann es sein, dass wir manchmal diesem Reden mit Gott und diesem Hören ausweichen, weil wir Angst vor ihm haben? Ich denke, dieses Motiv, dass wir Angst unbewusst vor Gott haben, ist das größte Hindernis, dass wir Gottes Stimme hören können. Ja, wir sind Christen. Ja, wir machen viele Events, sind vielleicht sogar daran beteiligt, aktiv. Aber unbewusst weichen wir aus, weil wir Angst haben. Angst, da kommt noch eine Last auf mich zu, wenn ich die Stimme höre, wer weiß, was da auf mich zukommt. Noch mehr Ärger, noch mehr Schwierigkeiten. Ja, wir haben schon 100-mal gelesen, das Joch ist leicht, aber wir glauben es nicht. Und da ist es unwahrscheinlich wichtig, investiere viel Zeit, Ressourcen, Geld, was du auch immer an Ressourcen hast, um ein biblisches Bild von deinem Vater, der Liebe ist, zu bekommen. Von Jesus Christus, der Liebe ist, zu bekommen. Vom Heiligen Geist, der die Liebe gibt, zu bekommen. Investiere da viel. Und wenn, weil in dieser Liebe merkst du dann, dann kommunizierst du gerne. Stille Zeit ist da nicht etwas, was ich muss, sondern was ich darf. Ich gebe zu, ich habe viele Jahre, ja, oder sogar Jahrzehnte mehr mit Disziplin gelesen. Gott sei Dank. Ich freue mich, dass der Herr mir auch diese Disziplin gegeben hat. Aber als ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist ein Privileg, meinen Vater im Himmel zu treffen, Jesus, um im Heiligen, durch den Heiligen Geist zu reden. Da wurde die Zeit so lebendig, seitdem merke ich, ich betrüge mich, wenn ich diese Zeit nicht mache. Und die kreativste oder schönste Zeit ist, wenn meine Frau dann ins Bett geht
und ich dann noch eine halbe Stunde einfach mit meinem Herrn allein sein kann. Und er redet. Manchmal redet er in den 10 Minuten oder einer Viertelstunde gar nichts. Dann lese ich ein bisschen Bibelvers, auch schön. Liebende reden sich ja auch nicht immer gegenseitig tot. Ja? Liebende können auch schweigen. Aber Liebende merken, dass sie lieben und sie genießen die Atmosphäre der Liebe. Ich möchte hier unterbrechen und euch zu einem Gebet einladen. Vielleicht ist es euch schon so gegangen, dass ihr eine Lebensfrage habt. Da habt ihr lange drüber nachgedacht, rumgehirnt. Aber ihr seid gar nicht auf die Idee gekommen, Gott zu fragen. Ja, ihr denkt über viele Sachen nach, über eine Lebensfrage, aber mit ihm darüber noch gar nicht geredet. Ja, es ist auch so, dass wir können viel über Gott nachdenken, aber das ist was ganz was anderes als mit Gott reden. Und bei unseren Lebensfragen, Problemen, kleinen oder großen, vergessen wir oft, dass wir Gott fragen dürfen. Liebende Fragen auch. Wenn meine Frau nach Hause kommt von ihrem Job, frage ich, wie geht's dir, weil ich Anteil nehmen will. Ja. Liebende sind neugierig. Hosea beispielsweise lesen wir, wie Gott sagt, ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr redet. Ja, wenn ihr doch nur reden würdet. Oder Hosea kritisiert im Buch, Gott kritisiert im Buch Josua Israel, den Mund des Herrn befragten sie nicht. Wir dürfen darauf vertrauen. Wir dürfen Gott fragen. Natürlich muss er nicht antworten. Und natürlich fallen die Antworten manchmal erst viel später auf. Mir ging es so, ich habe einmal, bin in einer Gebetszeit und Bibellesezeit, kam mir die Frage, Herr, warum bist du gestorben und auferstanden? Okay, dogmatisch ist das natürlich klar. Und ich bin mit diesem Jesus, mit meinem Jesus groß geworden, der gestorben und auferstanden ist. Aber irgendwann kam die Frage. Und ich fragte das mehr als 3 Jahre. Und irgendwann, so immer in Abständen, habe ich die Frage gestellt, Jesus, warum bist du auf die Erde gekommen? Warum bist du gestorben und auferstanden? Und dann nach 3,5 Jahren merkte ich so einen Impuls, wie der kommt, wie Gott mir sagen möchte, damit dein Leid getragen wird. Boah, das war eine Dimension, die hat mich umgehauen. Ja. Wir dürfen fragen, wir dürfen auch erwarten, dass Gott antwortet. Aber Gott ist nicht ein Instant-Gott, wir müssen dranbleiben, an unserem Vater dranbleiben. Erwarte nichts Außerordentliches, einfach nur schau und du musst auch jetzt nicht, wenn du deine Lebensfrage formulierst, du musst da jetzt keine Antwort dir ausdenken. Halt dem Herrn einfach deine Lebensfrage hin. Zunächst einmal spielt die Band ein Vers, Stille vor dir, mein Vater. Und dann werde ich euch in dieser Gebetszeit leiten. Stille vor dir, suche ich.
zu mir, Worte der Wahrheit. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Wenn wir mit dir reden, bist du da. Du bist gegenwärtig, du bist ein gegenwärtiger Gott und ich freue mich darüber und ich danke dir. Herr, und du siehst, dass viele von uns eine Frage haben, mit der sie vielleicht eine Woche oder einen Monat schon umhergehen und gar nicht getraut haben zu fragen. Wir dürfen dich jetzt fragen und in diese heilige Stille hineintreten, vor dich und mit dir beten, auf dich hören, was du zu unserer Frage des Lebens zu sagen hast. Danke, Herr, für deine Zeit, mit der du zu uns redest. Danke, dass du da bist. Wir freuen uns darüber. Amen. So manchen hält die Angst, dass er sich täuschen könnte, davon ab, auf Gott zu hören. Ist die Psyche oder gar noch schlimmer, dämonische Beeinflussung?
Hier ist wichtig zu wissen, Täuschungen sind seltener, als wir meinen. Die Gefahr, dass wir aus Angst oder Misstrauen oder theologischen Meinungen heraus Gott nicht hören, ist größer als die Gefahr, dass wir einem Irrtum aufliegen. Wer getauft ist und sich bekehrt hat zum lebendigen Christus, der wird seine Stimme hören. Und trotzdem, wenn wir solche Impulse bekommen, dann müssen wir sie prüfen. Prüfen bedeutet, dass wir überlegen, passt das? Ist das passend für meine Situation? Ist das mit dem biblischen Wort in Übereinstimmung? Es gibt sozusagen 5 Kriterien beim Prüfen. Das erste Kriterium ist, dass das so ein Eindruck nie und nimmer der Bibel, dem Wort Gottes widerspricht. Dann wissen wir, das war was anderes. Die Eindrücke werden nie der Wahrheit der Bibel widersprechen. Zweitens, Gottes Geist ist immer liebevoll. Das gilt auch, wenn der Heilige Geist uns an Sünde, Fehlverhalten, Versagen erinnert. Das gibt es auch. Aber in dieser Erinnerung an unsere Sünde oder Fehlverhalten ist er liebevoll. Und wenn ihr dann so eine irgendwie so eine Selbstwahrnehmung habt, ich armer Wurm, das ist nicht von euch, das ist nicht von Gott. Das ist eine andere Stimme. Gottes Ermahnung, selbst in den Ermahnungen, ist er liebevoll. Wenn drittens Eindrücke schwammig sind, dann müsst ihr sie nicht klarreden. Ihr müsst dem keinen Sinn geben. Ihr könnt nochmal beten und fragen, Herr, ich habe es nicht verstanden, kannst du es nochmal erklären oder wie auch immer. Oder können auch Freunde, Bekannte fragen. Viertens, natürlich aufgrund eines einzelnen Gebetseindruckes werde ich nie und nimmer meinen Beruf wechseln. Also bei großen Entscheidungen, die sind immer eingebettet in vieles, dass ich Freunde frage, dass ich mich beraten lasse von Leuten, die in dem Metier fachlich eine Ahnung haben und. So ein Eindruck spielt zusammen mit anderen Dingen, mit anderen Überlegungen. Und wenn so ein Eindruck jemand anders gilt, man bekommt ja manchmal so einen Eindruck, wo man sagt, oh, das könnte für jemand anders eine Ermutigung sein, dann ist die Demut gefragt. Könnte es sein, ich habe da so einen Eindruck bekommen, kann das für dich sein? Ist das für dich vielleicht hilfreich? Wenn da so einer ankommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, dass du, dann laufe ich ganz schnell weg. Es ist ja ein Zeichen aus meiner Sicht von geistlichen Herrschsucht, wenn jemand so 1:1 behauptet, der Herr hat ihn gesendet, dass er ein Prophet ist. Und bei allem ist immer wichtig, dass wir innerlich gelassen sind. Dass wir nicht unter Hörzwang geraten. Ich muss was. Ja, dann sagt der Herr nichts. Aber in einer Zeit der Liebenden ist es schön, wortlos beisammen zu sein. Das Wort zu lesen, nur das Wort und zu genießen und sich daran zu freuen. Und das soll es auch sein, wo wir dazu jetzt kommen, eben zum Hörenden beten und Bibel lesen. Wir kommen vom Beten jetzt zum Betenden Bibel lesen. Dazu noch kurz eine Information, was Bibel nicht ist. Die Bibel ist kein Informationsbuch über Gott. Aber die Informationsflut
oder auch unsere Lebensführung zwingt uns genauso oft vielmals mit der Bibel umzugehen wie mit den anderen Informationen, die wir so lesen. Schnellst scannen, den Neuigkeitswert erkennen, abspeichern und fertig. Ganz schnell reduzieren wir die Bibel auf eine Information, auf den neuen Informationsgehalt und speichern den ab oder sagen, oh, kenne ich schon. Dallas Willard hat mal gesagt, es ist eine belegte Tatsache, dass Menschen, die auf diese Art und Weise Bibel lesen, als ob sie Medizin einnehmen oder einen Fahrplan abarbeiten, geistlich nicht vorankommen. Die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Bibellesen ist im Kern Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und in jedem Gespräch ist Zuhören wichtig. Bibel ist mehr als Wissensaneignung. Beim Hören im Bibellesen geschieht etwas zwischen mir und Gott. Es findet Beziehung statt. Die Bibel liest mich und erklärt mir, wer ich vor Gott bin. Sie klärt die Beziehung zu ihm und sie spricht in mein Leben hinein. Anselm Grün hat einmal gesagt, entscheidend beim Bibellesen ist immer, dass ich in ihr Jesus Christus begegne, nicht um mein Wissen zu vermehren, sondern um in der Begegnung mit ihm von seinem Wort getroffen, von seinem Blick durchdrungen und von seiner Liebe verwandelt zu werden. Und dazu muss ich entschleunigen. Und der mediale Bilder-Tsunami und Informations-Tsunami, in dem wir leben, der macht uns das schwer. Aber wir brauchen da eine Selbstbeschränkung, wo wir sagen, ja, ich brauche die Zeiten des Hörens. Das zahlt sich aus. Wir möchten nun einmal ausprobieren, wie das ist, an einem ganz einfachen Bibeltext hörend Bibel zu lesen. Das ist eine einfache Übung, sozusagen ein Appetizer. Und wenn ihr sagt, oi, das interessiert mich mehr, dann im Programmheft, da gibt es eine Übung, die man für die stille Zeit gut benutzen kann. Auf der PowerPoint-Folie werden 5 Bibelverse erscheinen. Und da greift ihr einfach einen heraus, wo ihr sagt, der passt für mich. Darüber möchte ich einfach mal still werden. Denkt nicht zu viel drüber nach. Nehmt einfach den Bibelvers. Und denkt jetzt nicht, dass ihr den Bibelvers erklären müsst, Gott erklären müsst oder euch erklären müsst, dass ihr den Bibelvers Sinn geben müsst. Ihr genießt einfach nur den Bibelvers. Und dabei ist es wichtig, dass er den Bibelvers einmal lest, dann die Augen schließt, einfach Augen schließen, einfach wegen der Konzentration und dann einfach innerlich in dem Wort ruhen. Und diese Reihenfolge, Bibelvers lesen, wiederholen, Augen schließen und wiederholen. Das ist, macht ihr 4 oder 5 Mal, bis ihr merkt, durch diesen Rhythmus, Bibel lesen, Augen schließen, Bibelvers innerlich sagen, da lande ich im Bibelvers. Da merke ich, wie ich im Bibelvers bin, ruhig im Bibelvers bin. Ja, wir fangen einfach mit einem Gebet an. Und dann werdet ihr merken, ich werde euch durch diese Zeit des Gebets führen und werde auch abschließen. Herr, danke, dass wenn wir dein Wort lesen, dann sind wir mit dir verbunden. Das ist kein altes Buch, sondern das ist mein Lebensbuch. Und durch dieses Lebensbuch wirst du sprechen. Danke.
Ja, jetzt kommt die Folie mit den 5 Bibelversen. Taucht einfach in eure Gebetszeit ein. Lesen, Augen schließen, wiederholen, bis ihr ruhig werdet und im Bibelvers euch aufhaltet. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Ich habe jetzt viel die Worte üben, Übung, experimentieren, ausprobieren benutzt. Ja, das hat Hören, Lernen hat viel damit zu tun, dass wir experimentieren und ausprobieren. Wir müssen etwas einsetzen. Aber menschlicher Einsatz und Gottes Gnade schließen sich nicht aus. Sie ergänzen einander. Das ist wie beim Segeln. Der Segler, wenn er merkt, oi, mich zieht's auf die See, der geht zu seinem Segelboot, setzt die Segel, macht das Segelboot klar, setzt die Segel, aber den Wind, den kann er nicht machen. Und so ist es auch bei uns. Wir strecken uns danach aus, sagen, Herr, hier bin ich, und Gott wird antworten. Und in seiner Liebe und Güte und Gnade tut er nichts lieber als das, dass er zu uns redet, zu uns spricht.